Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben hier ein neues Schild am Bürstädter Waldparkplatz entdeckt. Die Familienerlebnisradtour. Und die werden wir jetzt mal abfahren und werden sie euch in einem neuen Video von uns präsentieren. Und jetzt werden wir hier am Waldparkplatz beginnen. Und los geht's. Die Kommunen Lambertheim, Bürstadt, Biblis, Einhausen und Großrohrheim laden Sie auf eine Radtour durch das sonnenverwöhnte Ried ein. Vorbei an kleinen Seen, entlang der Rheinufer mit seinem Naturschutzgebiet Lambertheimer Altrhein und weiteren zahlreichen Highlights. Erleben Sie die Geschichte des Rieds und entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten der Region. Kulinarische Angebote der Gastronomie entlang der geführten und ausgeschilderten Route laden Sie zum Rasten und Genießen ein. Die durchgehend ebene und hervorragend befestigte Strecke mit einer Gesamtlänge von ca. 65 Kilometern ist besonders für Familien mit Kindern und ebenso für Senioren geeignet. Nachdem wir jetzt am Bürstädter Wasserwerk vorbeigefahren sind, sind wir jetzt hier angekommen bei Lambertheim an der Erholungsanlage Heidetränke. Hier gibt es einen Trimmdischpfad, der wurde schon in den 70er Jahren erbaut. Da war das ja total modern mit diesen Trimmdischpfaden. Es gibt hier einen Waldkindergarten. Es gibt hier eine Grillhütte, die man sich mieten kann, sagen wir mal, bei der Stadt Lambertheim. Und was gibt es da noch? Eine Naturerlebnispfad, ziemlich neu. Genau, also der ist erst seit so 2-3 Jahren, bevor ich was Falsches sage, so ungefähr. Und? Ja, und ansonsten halt viele Möglichkeiten, hier auch Fußball zu spielen. Hier gibt es auch einen Bolzplatz. Also viele Möglichkeiten für die Kinder, für die ganze Familie. Ja, und Tischtennis, wie es ist. Ah, genau, ja. Okay. Ja, wie ihr gesehen habt, ist die Trimmstrecke leider gesperrt. Ist ein bisschen schade darum. Ja, und für uns geht es jetzt weiter nach Neuschloss. Hier im Neuschloss gibt es eine kleine Schlossanlage. Das ist vom Pfalzgraf Friedrich I. erbaut worden, 1468, so rum die Zahlen. Hier waren viele Ställe mit Pferden und könnt ihr alles nachlesen im Internet. Ich kann mir das nicht alles merken. Und 200 Jahre später wurde dann hier auch eine Sodafabrik errichtet. Das war dann auch vor ein paar Jahren hier ziemlich verseuchtes Gebiet so nebenan. Da war der Kindergarten gebaut, da wurde ziemlich viel wieder, was hergerichtet werden musste. Ja, aber dieses Schlösschen hier wurde zwar zerstört zwischendrin auch mal, aber wurde wieder sehr schön hergerichtet. Lambertheim sind wir jetzt angekommen. Wir haben hier einen schönen Rastplatz erreicht mit schönen Automaten, wo man sich Essen und Trinken holen kann. Der wird jetzt gerade aufgefüllt, also für Nachschub ist gesorgt. In Neuschloss haben wir auch einen schönen Eisautomaten, aber das ist für uns jetzt alles
ein bisschen zu früh. Es geht jetzt weiter nach Lappland. Jetzt sind wir auch in Lambertheim in der Stadt drin, hier am Dom der evangelischen Lukasgemeinde. Die Margit hat uns noch ein paar Brötchen beim Bäcker geholt für unseren nächsten Rast. So, meine Lieben, ihr werdet sehen, dass ich auf dieser Radtour einige Steine auslege. Die sind so angemalt. Ich habe nämlich ein neues Hobby, das sind die Wandersteine. Da gibt es in Facebook ganz viele Gruppen davon. Das heißt, man malt Steine an, schreibt hinten drauf, zu was für einer Gruppe man gehört mitunter und aus welcher Postleitzahl man kommt, und dann kann man die auslegen. Habe ich im Urlaub gemacht und habe im Urlaub auch einen gefunden. Das ist dieser hier. Der gehört jetzt zu den Earthsea Stones zum Beispiel. Und man nimmt den dann mit und dann tut man den wieder woanders auslegen und postet das dann auch in dieser Gruppe. Und das werdet ihr jetzt beobachten können auf dieser Radtour, die wir machen, dass ich die an verschiedenen Plätzen auslege. Die Spargelstadt Lambertheim, wunderbar am Rhein und Altrhein gelegen, lädt zu einer Radtour durch die fruchtbaren Felder zum Lambertheimer Altrhein, einem der größten hessischen Naturschutzgebiete mit der Halbinsel Biedensand. Passieren Sie malerische Auenlandschaften, Gemüse- und Spargelfelder und genießen Sie Natur pur. Erholung in der Ruhe und im aktiven Erleben können Sie mit der ganzen Familie im Naturschutzgebiet Altrhein, dem Stadtwald und Stadtpark erleben. Die Spargelstadt beeindruckt auch mit ihren historischen Gebäuden rund um den Dom und Europaplatz. So, meine Lieben, wir sind immer noch in Lambertheim, und zwar sind wir jetzt bei den Biedensandbädern angekommen. Die bestehen aus dem Freibad, dem Hallenbad und dem Badesee, der im Freibad mit drin ist. Bevor 1961 das Freibad hier gebaut wurde, gingen die Lambertheimer in den Altrhein baden. Aber das musste dann zum Glück nicht mehr geschehen. Also da wurde dann das Freibad gebaut mit einem Schwimmerbecken, einem Lichtschwimmerbecken und einem kleinen Kinderbecken. Dann wurde 1971 das Hallenbad angefangen zu bauen und wurde 1973 feierlich eröffnet. Und seitdem können die Lambertheimer hier in drei verschiedenen Bademöglichkeiten baden gehen, sagen wir mal. Sich erfrischen. Also der Badesee und das Freibad und das Hallenbad. Das 530 Hektar große Naturschutzgebiet bietet eine einzigartige Auenlandschaft rund um die Biedensandinsel der südwestlich angrenzenden Bonnaue sowie einen 40 Hektar großen Flachwassersee, das Welsche Loch. In einer Flora bestimmt von Wassernuss und Seekanne sowie alten Eichen, Ulmen und Silberweiden lassen sich knapp 100 verschiedene Vogelarten beobachten. Also ich weiß noch, als ich Kind war, war hier ja immer alles total zugefroren, und da sind wir als Kinder hier immer Schlittschuh gefahren.
Lambertheim haben wir jetzt verlassen. Es ging jetzt hier am Altrhein entlang durch Industriegebiet und die nächsten Ortschaften müssten dann Nordheim und Wattenheim sein. Durch Wörzelhaus sind wir jetzt durchgefahren, doch zuvor sind wir noch den Rheindamm entlang gefahren und sind bei Rosengarten unter der Rheinbrücke nach Worms rüber durchgefahren. Und jetzt geht's weiter hier am Rheindamm. Von Lambertheim bis zum Rhein hier jetzt in Nordheim war eine schöne lange Strecke, die wir fahren konnten, ohne dass uns irgendwie was aufgehalten hat. Wir haben unten am Rhein eine kleine Pause gemacht. Ich habe mir die Füße ein bisschen erfrischt im Wasser, was sehr angenehm war. Und jetzt sind wir hier Richtung Nordheim gefahren. Und hier sehen wir den Fährturm von Nordheim. Der wurde 1901 als Dienstwohnung für den Fährmann erbaut, weil hier ist eine Fähre früher über den Rhein gefahren. Das Obergeschoss ist ein Schlafzimmer, in der Mitte das Wohnzimmer und im Untergeschoss war die Küche. Und bei schlechtem Wetter konnten die Fahrgäste dort noch Unterschlupf finden. Durch Straße runtergefahren und jetzt geht es durch Nordheim durch.
Wir stehen jetzt vor der Christophoruskirche in Wattenheim, die in den Jahren 1848 und 49 erbaut wurde. Auf dem Weg hierher, das war sehr interessant, sind wir durch den Wattenheimer Golfpark gefahren. Also mitten durch verläuft hier der Radweg. Und wie ihr bestimmt gesehen habt oder noch sehen könnt, ist da eine Eisenbahn und ein Flugzeug ausgestellt. Ja. Ich weiß nicht, ob man da reingehen kann. Also ich habe irgendwo Kinder gehört, aber ob die hinten dran waren. Also das fand ich schon mal sehr interessant, da so mitten durchzufahren. Nach Wattenheim und nach Nordheim und Wattenheim geht es jetzt weiter nach Biblis, hier auf einem schönen Radweg. Oh ja, das ist ein richtig schöner Radweg. Es geht jetzt hier gerade am Bibliser Badesee vorbei. Steile Brücke hier, haben wir jetzt das Rad hochgeschoben. Da müssen Radfahrer absteigen. Und von hier aus hat man auch nochmal einen schönen Blick auf die Kirche von Biblis. Wir sind jetzt über die Brücke. Wenn ihr kleine Kinder dabei habt, könnt ihr auch als Alternative beim Bahnhof unten durchgehen. Das ist vielleicht einfacher. Biblis. Begonnen hat die erste Ansiedlung 4000 bis 2000 Jahre vor Christus, als die Biblischer Vorfahren mit einfachen Gerätschaften das schilfige Gelände urbar machten. Dieser zähe Kampf gegen den Sumpf im Wappen der Gemeinde mit silbernem Flug und silberner Wasserlilie angedeutet, hat sich gelohnt. Denn entstanden ist eine sympathische Gemeinde in verkehrsgünstiger Lage zwischen den Großstädten Mannheim und Frankfurt am Main, eingebettet in einer herrlichen Naturlandschaft. Den Biblischer Wald an der östlichen Gemarkungsgrenze sowie die Rheinuferlandschaft im Westen mit Fährturm und dem Steiner Wald. Weltbekannt wurde Biblis durch den Gurkenanbau, an den heute noch ein traditionelles Gurkenfest erinnert, das jährlich mit der Krönung einer Gurkenkönigin gebührend gefeiert wird. Zur Erinnerung an die einstige Gurkenmetropole Biblis und dem jährlich stattfindenden Biblischer Gurkenfest hat der Bildhauer Marek Zalewski nach einer Zeichnung von Christina Becker die Biblischer Gummernfrau, also die Gurkenfrau, gestaltet. Das haben wir jetzt auch etwas näher kennengelernt. Mit der Gummernfrau und für uns gab es noch eine kleine Erfrischung. Die tat jetzt richtig gut. Und für uns geht's weiter nach Großrohrheim. Ah, guck mal, das ist schön plötzlich, ist das? Ja. Großrohrheim. Die Markung der Gemeinde Großrohrheim ist uraltes menschliches Siedlungsgebiet, wie zahlreiche Funde von Schwertern, Gefäßen und Fibeln aus vorgeschichtlicher Zeit bewiesen haben. Die Gemeinde liegt in der Mitte des Hessischen Rieds, nahe des Rheins, dessen Auen mit einzigartiger Tier- und Pflanzenwelt zum Radfahren und Wandern einladen. Das 95 Hektar große Landschaftsschutzgebiet Hammeraue beispielsweise stellt ein wahres Vogelparadies dar und ist die Heimat zahlreicher, teils bedrohter Vogelarten sowie die der beiden Auerrinder Alma und Ambra. Sehenswert in Großrohrheim sind der alte historische Ortskern mit Hintergasse, Kirchstraße, evangelischer Kirche und vielen Fachwerkhäusern. Eine schöne Bananenpflanze.
Kirche. Wir sind jetzt einmal durch Großrohrheim durchgefahren und fahren jetzt hier einmal zum Rhein runter. Den gleichen Weg geht es auch wieder zurück. Bloß durch Großrohrheim geht es dann ein bisschen anders durch. Hier bei den Auerrindern. Und zwar ist hier ein Projekt gestartet, weil seit dem 17. Jahrhundert sind die fast ausgestorben. Und jetzt versucht man, die Auerrinder wieder zu züchten. Also hier ist ein Platz davon, aber man hat auch noch andere Ortschaften, wo man das Ganze versucht. Das ist im Kreis Bergstraße, in Schwarzach und so weiter. Und sieht man hier auch schön auf der Tafel. Und hier bei Großrohrheim sind zwei Rinder, das sind Alma und Ambra. Die werden hier jetzt versucht zu züchten. Und die schwirren hier irgendwo drin rum? Ja, genau, die haben sich ganz hinten in der Ecke versteckelt, also die sieht man jetzt. Also den Schwanz habe ich mal kurz weht, genau. Ja, okay. Vielleicht gelingt es ja. Ja. Angekommen hier in Großrohrheim. Am Rhein. Und jetzt geht's wieder zurück nach Großrohrheim. Oder mal gut. Ja. Wir sind jetzt den Weg vom Rhein wieder zurückgefahren und sind jetzt in Großrohrheim wieder angekommen. So, meine Lieben, jetzt sind wir in Großrohrheim vor der evangelischen Kirche. Die wurde, jetzt muss ich gucken, 1688 bis 1723 erbaut und ist eingerichtet mit vielen Sehenswürdigkeiten, wie unter anderem eine Deckenmalerei. Leider können wir da im Moment nicht rein, sondern nur sonntags zu den Gottesdiensten, weil renoviert wird. Wenn es noch aktuell ist, das weiß ich leider nicht. So, auf der Liste hier bei Großrohrheim ist auch noch der wöchentliche Bauernmarkt. Der findet leider immer nur freitags statt und wir haben heute Donnerstag. Deswegen können wir euch dazu heute nichts zeigen. Schade drum, aber vielleicht schafft man es ja nochmal freitags her. Heim haben wir jetzt endlich geschafft. Hier gab es einige Probleme. Die eigentliche Radroute, die war gesperrt. Da mussten wir ein bisschen anders fahren. Aber wir haben jetzt die richtige Strecke gefunden. Und jetzt geht's auf nach Einhaus. Im Wald zwischen Großrohrheim und Einhausen sind wir jetzt wieder auf unserer eigentlichen Route und haben auch wieder einen schönen asphaltierten Weg. Hier lässt sich wieder gut fahren. Jetzt sind wir auch in Einhausen angekommen und fahren gerade an der Wöschnitz entlang.
sind wir in Einhausen. Und zwar stehen die Wehe hier an der Weschnitz. Und die teilt die Gemeinde Einhausen in die beiden ehemaligen Ortsteile Großhausen und Kleinhausen. Dass das so war, das war mir jetzt auch noch nicht bekannt. Also das habe ich heute gelernt. Und durch umfassende Renaturierungsmaßnahmen ist ein artenreicher Lebensraum für Fische, Krebse und Wasservögel entstanden. Die Geschichte der Gemeinde Einhausen beginnt im Jahr 768 mit der Ersterwähnung im Loscher Kodex. Einst entwickelten sich die Gemeinden Großhausen und Kleinhausen, getrennt durch die Weschnitz, völlig eigenständig voneinander, bevor sie am 1. April 1937 durch einen Beschluss des Reichsstatthalters vereinigt wurden. Mehr als 1250 Jahre später glänzt die Gemeinde Einhausen mit einer guten Infrastruktur und hoher Lebensqualität. Die renaturierte Weschnitz mit ihrem Rundweg und den Trittsteinen über den Bach sowie die angrenzenden Waldgebiete des Jägersburger Waldes und des Lorscher Waldes bieten Naherholung für jedermann. Naturnahe Ausflugsziele laden zu Fahrradtouren und Picknick mit der ganzen Familie ein. Einhausen haben wir verlassen jetzt. Jawohl, und es wird ja einen Rastplatz angezeigt, aber den haben wir nicht besucht, weil wir uns lieber ein leckeres Eis auf dem Marktplatz gegönnt haben. Ganz genau, das wirklich sehr erfrischend war. Und jetzt sind wir wieder gestärkt und die nächsten Ortschaften sind dann die letzten auch. Das ist Trittrode und Bürstadt. Sind wir jetzt gerade gefahren und jetzt geht's durch Trittrode. So, jetzt sind wir wieder in Bürstadt angekommen, wo wir heute Mittag gestartet sind. Und jetzt werden wir euch die einzelnen Punkte hier noch abfahren, die in der Route beschrieben sind. Und wir werden euch auch noch ein paar andere Punkte zeigen, die vielleicht sehenswert sind. Willkommen im fahrradfreundlichen Bürstadt. Die Stadt Bürstadt ist eine kleine Stadt im südhessischen Ried mit ca. 17.000 Einwohnern. Dazu gehören auch die Orte Bobstadt und Rittrode. Bürstadt wurde das erste Mal am 1. November 767 im Lorscher Kodex erwähnt. Mittlerweile konnte hier also auch schon das 1250-jährige Stadtjubiläum gefeiert werden. Bürstadt gilt auch als Fastnachtshochburg in Südhessen. Unzählige Karnevalisten sorgen mit ihren Vereinen für eine bunte fünfte Jahreszeit, sei es mit den verschiedensten Sitzungen oder dem Fastnachtsumzug als Höhepunkt. Besondere Sehenswürdigkeiten im Stadtkern Bürstadts sind das historische Rathaus, welches 1608 erbaut wurde, sowie die katholische Pfarrkirche St. Michael, die unter Denkmalschutz steht. Die Allerhop-Anlage im Bürgerhauspark Bürstadt verfolgt Ziele, Bewegung und Gesundheit fördern sowie Begegnung ermöglichen. Ein besonderes Bewegungsareal für alle Generationen im Herzen der Stadt.
die St. Michaelskirche in Bürstadt. Ja, das Besondere hier ist jetzt an der St. Michaelskirche in Bürstadt. Wir sind jetzt hier die Einbahnstraße hochgegangen im Fahrrad, weil normalerweise müsste man die Tour andersrum fahren. Das könnt ihr ja dann auch machen und dann passt das Ganze. Regelmäßig finden die Veranstaltungen auf und rund um den Marktplatz statt, sei es Musikveranstaltungen wie das Stadtfest oder Aktionen der Händler beim Frühlingsmarkt. Hier wird für jeden das Passende angeboten. Und hier haben wir jetzt die St. Peter-Kirche in Bürstadt. Waldschwimmbad in Bürstadt. Das solarbeheizte Erlebnisbad, im Durchschnitt sind hier 24 Grad Wassertemperatur, lädt in den Sommermonaten mit seiner 35 Meter langen Rutsche und seinem 120 Quadratmeter Kleinkinderbereich zum Verweilen für Jung und Alt ein. Gerade jetzt nach den vielen, vielen Regentagen, Wochen, fast Monaten, freuen sich die Bürstädter und alle, die hier im Umkreis wohnen, auch, dass das wieder schön nutzbar ist. Jetzt sind wir wieder in Bürstadt angelangt, an der Grillhütte, wo auch unser Ausgangspunkt war. Am Waldparkplatz sind wir gestartet. Genau. Und Fazit zu der Radtour, es gibt so einiges zu sagen, und zwar die 5 Ortschaften, die wo wir durchquert sind mit ihren Vororten, gab es so einiges zu sehen. Viel Interessantes, was man so, wenn man im Auto sitzt, auch gar nicht mitbekommt, war auch für mich wieder ein paar neue Sachen dabei. Ja. Die Strecke ist eigentlich ziemlich ein bisschen lang, es dürften so 70, 75 Kilometer gewesen sein. Ja, also so für Kinder mit dem Fahrrad, so kleinere, ist es sehr weit. Also das wollte ich nicht machen mit kleinen Kindern. Ja. Und in den Städten muss man auch ein bisschen aufpassen, ist manchmal ein bisschen viel Verkehr, obwohl sonntags wäre es vielleicht ein bisschen besser. Und die Strecke kann man ja auch vielleicht ein bisschen abkürzen oder Strecken, wo doppelt waren, wie zum Beispiel an der Rhein hin und zurück, muss man ja auch nicht unbedingt machen. Genau. Ja, ansonsten ist es ein gutes Projekt, finde ich. Ja, was halt schade ist, dass auf den Radwegen, gerade auf langen Strecken jetzt zwischen, wo war es, zwischen Nordheim und Lambertheim und Nordheim, ne, war es gewesen. Da genau, waren keine Bänke zwischendrin, ja. Dass man mal hätte sagen können, man ruht sich mal kurz aus oder wenn jetzt irgendwie was ist zwischendrin. Also es war keine einzige Bank unterwegs und das finde ich schon ein bisschen schade. So ist es halt mal, ne? Kann man nichts machen. Ja, also, okay. Meistens, wenn man Rast gemacht hat und hat keine schöne Bank, kurz danach kommt dann eine. Genau. Ist da oft so. Ja, das kennt ihr vielleicht auch. Und für alle, die ein bisschen weiter weg kommen, wie hier vom Ried, hoffen wir, wir konnten euch die Gegend hier gut vorstellen und vielleicht kommt ihr auch mal bei uns vorbei. Ja, und merkt euch, das Eis in Einhausen ist wirklich sehr, sehr lecker. Also das ist auf jeden Fall 1-2 Kugeln wert. Ja, war eine gute Erfrischung. Genau. Okay, dann verabschieden wir uns. Jawohl, oder? So, macht's gut. Macht's gut, tschüss. Bis zur nächsten Tour.